geht ja darum, bei den Angriffen, wie bei den, also gleich zu tun im Grunde wie bei den staatlichen Gebuchen, dass ich einerseits mich schütze, mich nicht ausliefere und andererseits aber auch reingehe, oder auch mit der Finanz nicht in den Gegenhalt zurückgehen. Okay, der kürzeste Weg, mich zu schützen, ist eine kleine Vierteldrehung. Und gleichzeitig gehe ich mit der Emotion aber rein. Ich gehe nicht hier weg. Ja, dann bin ich auch sofort in so einer Art. Sondern das könnte mal der erste Teil dieser Übung ist. Vierteldrehung und ihn sein lassen. Zweiter Teil machen wir etwas. Baumschlags zuzufassen. Wenn er jetzt Vierteldrehung macht, in der Hand hier fest drauf, Arm drauf geht, dann festhält, bin ich sofort wieder da. Wenn er nur eindeutig, aber sanft berührt, komme ich mit der Faust nicht rüber. Ich habe keine Chance, probiert es. Ja. Also nochmal, einmal fasst ihr zu. Da bin ich hier, da komme ich ran. Einmal streich drüber, es schlägt aus dem Schokoladenpudding oder was weiß ich. Also so ein ganz sanftes Bild. Ja, da hat kein Schaum. Ja, so, okay. Wenn ich hier auf seinen Arm gehe, auf seine Hand gehe, seine Faust gehe, seinen Arm gehe und das ziehen will oder wie auch immer, ja. Das blockiert und da ist es sofort mit dem anderen. Wo muss ich hin? Wir sagen manchmal, klar, ich muss ihn als Ganzes mitnehmen. Das ist das eine. Aber dieser Schlag, ne, seht ihr ja, der hat eine Richtung, da ist eine Energie, die nehmt ihr wahr. Wir haben so viel Spürübung gemacht, wo wir das den Druck aufgenommen haben, wieder umgeleitet haben. Und so. Das ist in dem Schlag drin. Das, was da an Energie kommt, das führe ich weiter. Ich nehme den Arm als Brücke, als Hilfe. Es ist kein Hebel, dass ich jetzt mit dem Arm irgendwie was machen will, sondern die Schlagenergie führt weiter. So, die gebe ich ihm dazu. Er drückt nicht, das ist wichtig. Herr Ludger drückt nicht. Wenn ich jetzt anfange, hier hoch zu hebeln, zack, da ist sofort wieder stabil. Ich darf hier keinen Ansatz drin haben. Wie kriege ich das hin, dass ich da keinen Ansatz habe? Das heißt, es ist eine Bewegung. Ja? Die andere Hand nimmt die Bewegung der einen Hand auf. Die sind schon zusammen unterwegs. Ja? Die eine kommt, die andere nimmt. Wenn ich mit der einen komme und dann mit der anderen einen Ansatz reinnehme, das ist dieses. Eine richtig schöne. Ludger, mach's nochmal. Ich mache einen Ton dazu, den kennen alle. Bim, bam. Wie eine Glocke.